Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video, da habe ich ein Notebook und da ist Windows 10 drauf und das hat das Problem, dass es nicht richtig funktioniert, dass Windows 10 hochfährt und irgendwann friert es ein oder stürzt ab. Das Notebook geht von selber aus oder Windows 10 startet ganz unvermittelt neu, ohne dass da irgendwas installiert wurde, irgendwelche Updates oder sowas. Einfach so mitten im laufenden Betrieb und da gehen natürlich auch Daten verloren, das ist nicht gut. Und da gucke ich hier mal, woran das liegt. Bei Notebooks und Laptops kann man natürlich schon mal vermuten, dass irgendwo hier was zu heiß wird, dass irgendwas an der Hardware nicht stimmt. Habe ich schon getestet mit so einem USB-Stick, daran liegt es nicht. Blende ich hier oben mal ein Video ein, wer das bei seinem Gerät probieren möchte. Und hier liegt das Problem aber tatsächlich in der Softwarekonfiguration, in der Anzahl der installierten Apps, in der Art der installierten Apps. Hier sind mehrere Virenscanner installiert und viele Systemprogramme, die hochgefahren werden und die bringen das System tatsächlich zum Absturz. Die machen es super langsam und die bereiten natürlich Probleme. Und ja, wenn ihr sowas Ähnliches habt, kontrolliert das auch mal bei eurem Windows 10. Da kann es einige Probleme geben, die man einfach lösen kann, indem man hier die ganzen Apps mal kontrolliert. Windows 10 ist hochgefahren, endlich muss ich sagen. Das hat hier bestimmt 15 Minuten gedauert, bis hier überhaupt irgendwas passiert ist. Der hat dauernd irgendwas geladen und dann konnte man die Maus nicht bewegen. Und hier sieht man jetzt endlich nach ungefähr 15 Minuten, wieso, weshalb, warum. Hier sind unheimlich viele Programme im Autostart. Und hier auch noch der Avast Virenscanner und der hat eben auch den ganzen Rechner blockiert. Und das erste, was ich hier mache, ist mal den zu deinstallieren. Wenn man sich diese Konfiguration mal anguckt, welche Apps hier installiert sind, da fällt den einen oder anderen schon direkt was auf. Da sind also mehrere Virenscanner installiert. Das ist eine klassische Fehlkonfiguration. Praktisch sind es ja auch drei. Da hat man natürlich einmal die Windows 10 Sicherheit im Hintergrund, die natürlich immer irgendwie aktiv ist, auch wenn sie offiziell hier unten deaktiv ist. Dann eben der Avast Free Antivirus oder der Avast Virenscanner generell. Dann hier nochmal AVG. Und hier unten zu einem Überfluss noch ein Tune-Up-Programm, was auch hier im Hintergrund mitläuft. Und das geht natürlich so gar nicht. Würde auch zumindest jetzt schon mal erklären, warum der Rechner sich ab und zu ausschaltet und warum der Lüfter auch läuft, weil diese Programme, die blockieren und kontrollieren sich gegenseitig. Und deswegen passiert hier auch gar nichts mehr. Also die sind alle drei sehr überflüssig. Ich starte nochmal den Task Manager. Da klicke ich hier unten irgendwo in die Taskleiste und dann hier auf Task Manager und schau mal, was hier alles genau jetzt im Hintergrund läuft, weil das muss einiges sein. Und da habe ich hier AMD, das ist okay, das ist okay, das ist auch okay, aber hier geht es dann los. Dann habe ich hier Avast Antivirus Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Prozesse, die im Hintergrund laufen von Avast, dann hier 7, 8, 9 und 10 und nochmal 4 von AVG. Also hier habe ich 10 Prozesse, die im Hintergrund ausgeführt werden, die einfach nur nach Viren schauen, die irgendwelche Daten kontrollieren, im besten Fall, im schlechtesten Fall irgendwelche Daten natürlich auch übertragen. Da gab es ja auch das Problem hier mit Avast und ja, da passiert natürlich relativ wenig sonst noch. Das heißt, der Rechner ist hier erstmal voll mit beschäftigt. Wenn man sich hier die CPU-Auslastung anschaut, dann ist die erstmal gering, scheint zumindest erstmal gering zu sein. 0%, 0,2, 0, 0,5, aber jetzt passiert ja auch nichts. Ist ja ein Ruhezustand, ist es ja auch kein Programm geöffnet, auch kein Browser vor allem. Und wenn man jetzt natürlich noch einen Browser öffnet, dann gehen diese Werte hier richtig hoch. Das Problem ist eben bei diesen 10 Prozessen im Hintergrund auch, dass hier Avast und AVG sich gegenseitig blockieren und gegenseitig kontrollieren. Und das wird natürlich hier drüben nicht irgendwie ausgedrückt, sondern das merkt man eben daran, dass hier nichts passiert, dass Programme langsam starten. Und ja, dieser langsame Programmstart, den kann man natürlich hier drüben diesen Werten nicht entnehmen. Zuerst deinstalliere ich mal hier Avast und das kann eine Weile dauern. Und nach dem Deinstallieren natürlich auf jeden Fall neu starten. Ist jetzt deinstalliert und auf jeden Fall auf Neustart klicken und den Rechner mal sauber starten, dass auch die letzten Reste beim Hochfahren entfernt werden. Rechner neu gestartet mit Windows 10 und jetzt auch ein Ticken schneller gewesen, aber auch noch nicht unbedingt so, wie man das gerne hätte. Und man sieht hier direkt im Autostart ist hier Zoom drin.
Und das gucke ich mir mal an. Da oben ist es. Und das blockiert hier auch den ganzen Bildschirm. Und ja, wenn man das benutzen muss oder möchte, dann sollte man das nach Möglichkeit aus dem Autostart rausnehmen. Das beende ich mal hier unten einfach über Beenden. Das ist ja doch ganz einfach. Und dann habe ich hier immer noch in meinem Task Manager den AVG Virenscanner und dann auch noch TuneUp. Und die deinstalliere ich auch. Hier habe ich AVG. Klicke ich auf Deinstallieren. Und ja, bitte auf jeden Fall entfernen. Und danach natürlich ganz wichtig bei solchen systemnahen Anwendungen auf jeden Fall hier den Rechner neu starten. Um das hier deinstallieren zu können, muss ich zuerst das andere deinstallieren. Mache ich doch gerne. Und dann erstmal hier das TuneUp runter. Und das hat man natürlich gern, dass solche Programme eine möglichst hohe Hürde legen, um Sachen zu deinstallieren. Ist deinstalliert. Und mal schauen, hier ist es nicht mehr zu sehen. Ich versuche auch gleich AVG hier zu deinstallieren. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Ja, jetzt klappt das. Und danach direkt der Neustart. Wieder ein bisschen schneller hochgefahren nach dem Deinstallieren, aber immer noch langsam. Und ich starte nochmal den Task Manager. Geht auch mit Steuerung, Shift und Escape. Kann man hier drauf drücken und dann sieht man, was hier für Prozesse im Hintergrund laufen. Wie man auch sieht, braucht das ein bisschen. Also je mehr Prozesse da laufen, desto langsamer ist es dann eben auch. Und da habe ich noch verschiedene Sachen drin. Hier Windows Defender, das ist eigentlich okay. Und im Hintergrund laufen noch hier Dropbox, wenn man es braucht. Und ich gucke mal, welche Programme im Autostart sind. Und das ist natürlich jetzt wirklich äußerst viel. Da habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Programme, die ich hier sehe. Und die Antivirenprogramme oder die Virenprogramme und das TuneUp habe ich ja schon gelöscht. Also waren das ungefähr 20 und das ist natürlich viel zu viel. Vor allem gibt es hier auch von Toshiba, also von dem Hersteller des Notebooks, jede Menge Programme, die im Hintergrund laufen. Und das braucht man bei Windows 10 auf keinen Fall. Wenn man hier bei Autostart ganz rechts in der Spalte guckt, da sieht man als Überschrift Startauswirkungen und da steht hier drüben niedrig, mittel und hier bei Spotify hoch. Und das stimmt bei Spotify auch auf jeden Fall. Das ist hier unten aktiv und das verbraucht wirklich viel Ressourcen. Und hier bei anderen Programmen, bei Toshiba, steht hier mittel oder niedrig, aber das ist natürlich auch relativ. Also das blockiert natürlich schon. Und hier unten bei Zoom steht auch niedrig, das stimmt aber überhaupt nicht. Das hat den ganzen Rechner hier beim Hochfahren blockiert, habe ich immer auf Beenden gedrückt und das kann ich hier auch deaktivieren. Klicke ich bei Zoom Rooms hier mit der rechten Maustaste drauf und da habe ich hier die Option Deaktivieren, Dateipfad, Öffnen, Online, Suchen, Eigenschaften. Ich klicke auf Deaktivieren und jetzt ist hier der Status deaktiviert, also Autostart ist ausgeschaltet und ich prüfe das mal und starte den Rechner neu. Hat funktioniert. Zoom hat sich jetzt nicht mehr automatisch mitgestartet und ich öffne nochmal den Task Manager und gucke mir nochmal die Hintergrundprozesse an und dann kann man hier runtergehen bis zu Z und es ist wirklich eine ganze Menge, was hier im Hintergrund läuft. Hat man wirklich selten und da ist natürlich immer noch dieser Hintergrundprozess Zoom Sharing Service und der läuft. Ich gucke mal bei Autostart. Und da ist hier unten immer noch Zoom, aber das ist deaktiviert. Problem ist natürlich, die Programme, wenn man die startet, die können natürlich sich hier wieder aktivieren im Autostart. Das hängt immer ganz vom Programm ab. Diese ganzen Toshiba-Programme, die hier im Hintergrund laufen, die braucht man in allermeisten Fällen nicht und zur Not könnte man die nachinstallieren. Hat man bei Windows 7 sehr gerne gehabt und bei anderen Windows-Versionen, aber bei Windows 10 eigentlich nicht mehr. Und die sind natürlich auch immer ein Einfallstor für irgendwelche Schadsoftware, weil man die praktisch gar nicht aktualisiert und die können eigentlich weg. Und ich schaue mal hier unten, wo die alle sind. Wahrscheinlich unter T und da sind eine ganze Menge irgendwelche Handbücher, Passwort Utility, dann hier ein Überwachungsmonitor, Daten wiederherstellen und das braucht man eigentlich nicht. Und da sieht man hier schon von 2014, das heißt, die sind schon richtig alt. Und ich gucke mal hier bei den Prozessen, da sind die mit Sicherheit auch vertreten.
Wenn man sich das mal anschaut, hier gibt es 69 Hintergrundprozesse, es könnte immer mehr oder weniger werden im laufenden Betrieb, je nachdem, was man natürlich hier an Programm auf hat. Und ich gucke mal hier unten und da sind die natürlich auch und verbrauchen hier unnötige Rechenzeit. Also die können alle weg und da sieht man schon, das ist ja hier ein bestimmten Dutzend oder so und die entferne ich jetzt alle. Insgesamt sind es hier 13 Toshiba-Programme, die hier drauf sind und das dauert wirklich ganz schön lange, die alle runterzumachen. Und das ist eben diese klassische Bloatware, blende ich hier oben mal ein Video ein, da habe ich ja schon mal gezeigt, wie diese Softwarepakete bei einem neuen Notebook drauf sind und auch eben das Notebook wirklich richtig langsam machen und dass man da am besten auch Windows 10 neu installieren kann, je nachdem, was für eine Konfiguration man natürlich hat. Und hier merkt man schon, je mehr Programme hier weg sind von Toshiba, desto flotter geht auch das Deinstallieren. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Wie man hier ja auch sieht in den App-Einstellungen, da sind diese Toshiba-Programme von 2014 und da gab es ja noch keine Windows 10. Mit anderen Worten, wenn ihr ein Notebook habt aus 2013, 2014 oder vielleicht auch 2015, dann kann es sein, dass da Apps vom Hersteller vorinstalliert sind, die bei einem Windows 10 Upgrade nach wie vor drauf sind, aber gar nicht richtig Windows 10 kompatibel sind und Windows 10 auch genau aus diesem Grund ausbremsen können und auch natürlich eine Sicherheitslücke darstellen können. Der Rechner ist neu hochgefahren und wirklich erkennbar flotter als vorher. Und Spotify habe ich auch deaktiviert. Das kann man auch in Spotify direkt einstellen, wer wissen möchte, wie das geht, dass Spotify sich nicht mehr automatisch beim Systemstart hochfährt. Der kann einfach mal unten in der YouTube-Videobeschreibung gucken. Da habe ich zu einem Artikel verlinkt, wo das gezeigt wird. Und hier habe ich noch was gefunden, Adobe Flash Player. Und den braucht man eigentlich nicht mehr installieren, weil der eigentlich in Google Chrome und in Firefox mit integriert ist. Und hier diese extra Installation, die deinstalliere ich hier auch. Während dieser ganzen Deinstallation und Systemwartung war ich jetzt offline, also der Rechner ist nicht mit dem Internet verbunden, sonst telefonieren die Programme gerne beim Deinstallieren auch nochmal nach Hause und das möchte ich jetzt gar nicht. Hier unten bei dem Viren- und Bedrohungsschutz, da ist ein Ausrufezeichen, da sieht man, dass das möchte sich hier mit OneDrive verbinden, muss man nicht unbedingt, aber ganz klar, wenn ich gleich online gehe, dann muss ich hier natürlich auf jeden Fall bei Windows 10 Viren- und Bedrohungsschutz die ganzen Updates machen. Da sieht man auch noch eine Doppelinstallation, da gibt es einmal 7-Zip und dann hier unten nochmal hier in der Version 9.2.0 und dann einmal in der Version 15 und hier diese Version, die ist neuer, die ist älter, aber beide drauf zu lassen macht jetzt keinen Sinn. Ich deinstalliere die einfach beide und lade dann danach nochmal die aktuelle Version runter und dann ist man auf der sicheren Seite. Hier gibt es noch ein Programm Browser Security, was auch immer das hier ist. Das ist wahrscheinlich mit irgendeiner anderen Software mitgekommen. Das kann auch runter hier. Windows Media noch nie gehört. Das entferne ich hier. Auch immer wieder beliebt hier so ein Free YouTube Converter. Und diese Programme, die funktionieren meistens, haben aber den Nachteil, dass sie auch wieder andere Programme im Hintergrund mitladen, mitinstallieren, irgendwelche Dienste hier in den Autostart reinschreiben, kann man sich dann hier raussuchen und viele Hintergrundprozesse dann am Laufen haben oder hier dann auch teilweise zu finden sind. Hier gibt es so ein Video-Notifier, wo auch immer der herkommt und da kann man hier drauf klicken mit der rechten Maustaste und kann auf Dateipfad öffnen klicken. Und dann sieht man zumindest so in etwa mal, wo das herkommt. Hier dieser Video-Notifier, der kommt von DVD Videosoft. Und ich gucke mal, ob das hier zufälligerweise auch hier dieses Programm hier ist. Kann man hier erstmal nicht erkennen. Mal gucken. Und ich klicke mal auf Uninstall. Und dann könnte es sein, dass beide Programme gleichzeitig weg sind. Da sieht man dann, das wollte noch mal kurz nach Hause telefonieren und hier oben steht auch www.dvd-videosoft und tatsächlich die beiden Programme waren verbunden. Also der Free YouTube Converter, der hat noch was im Hintergrund mitlaufen lassen, macht den Rechner langsam, ist natürlich auch eine Sicherheitsgefahr, ein Risiko und ich hoffe mal, dass das jetzt auch hier weg ist. Und hier unten ist er noch, ich starte den Rechner mal neu, mal schauen, ob es noch da ist.
Rechner wieder neu gestartet und ich bin hier im Task Manager bei Autostart und hier unten dieser Video Notifier, der ist verschwunden, der ist zum Glück hier auch runter und was ich noch gefunden habe, das ist auch wirklich ein bisschen störend, braucht man auch nicht, sind diese Tangent Games oder wie auch immer das ausgesprochen werden möchte und die haben auch einen eigenen Hintergrundprozess, die brauchen also auch Rechenleistung, auch wenn man die gar nicht spielt und auch gar nicht haben möchte, kann man hier runter scrollen, sieht man hier, da gibt es einen eigenen Prozess, jetzt ist er wieder weggehüpft und hier ist er dann und der verbraucht auch natürlich Arbeitsspeicher und diese Spiele, die entferne ich auch. Wie man hier sieht, ist auch Spotify zweimal installiert, davon einmal auch natürlich unnötig. Einmal, das scheint die runtergeladene App zu sein und die andere App, die ist wohl hier vorinstalliert gewesen, sieht man hier drüben und die werden auch mal versucht mitzustarten, das ist natürlich nicht sinnvoll. Und hier habe ich die Version von 2014 und die deinstalliere ich auch. Jetzt ist es natürlich hier wesentlich aufgeräumter und hier oben Connexion, das ist okay, das ist hier der Soundchip. Dann Dropbox, wenn man das benutzt, dann braucht man das natürlich, macht ja auch Sinn. Dann hier ein GMX Mailcheck ist okay, Microsoft OneDrive ist okay. Und dann gibt es hier dreimal Program aktiviert, nicht gemessen, das ist sehr interessant. Das sind aber noch irgendwelche Datenreste, kann ich mit der rechten Maustaste draufklicken und dann gibt es hier Dateipfad öffnen, aber den Dateipfad, den gibt es nicht mehr. Und da muss man mal in der Registrierung gucken. Die habe ich schon mal aufgemacht. So sieht die aus. Und habe hier mal geguckt bei dem Schlüssel Computer. HKey Local Machine Software Microsoft Windows Current Version Run. Und unten in der Videobeschreibung habe ich noch mal ein paar Schlüssel reingeschrieben in der Registrierung, wo man solche Autostartprogramme findet. Und hier gibt es zum Beispiel ein Programm Taco Resident. Und das ist auch von Toshiba. Und das soll hier angeblich sein in Program Files Toshiba Taco und dann hier Taco Resident Exe. Das gibt es aber nicht mehr. Das kann man dann hier zum Beispiel per Hand löschen. Und weg ist es, dieser Eintrag. Und diesen Ordner, den hat es schon gar nicht mehr gegeben. Den hat es wahrscheinlich vorhin deinstalliert. Und wie gesagt, unten in der YouTube-Videobeschreibung findet ihr hier noch ein paar Informationen dazu. Also da ist es auch weg, eins jetzt hier. Die anderen, die sind nicht weiter wild, die Programme gibt es ja gar nicht mehr. Dann gibt es hier nochmal von der Soundkarte, ist okay. Spotify ist okay, ist ja deaktiviert, aber möchte man ja benutzen. Dann Windows Security, das hier ist hier unten der Windows Virenscanner und der Windows Schutz und dann eben Zoom. Und das ist natürlich jetzt hier vollkommen richtig und sauber aufgeräumt. Ich gucke nochmal hier bei Prozesse. Und da laufen auch nicht mehr so viele Sachen. Hier oben die drei, das ist okay. Hier sind es jetzt nur noch 50 Hintergrundprozesse, das ist natürlich wesentlich weniger. Und die meisten, die sind natürlich hier auch Windows-Prozesse. Dropbox natürlich nicht. Und hier oben kann ich mal gucken, Cortana oder hier auch wieder Connexion für die Soundkarte. Die sind aber eigentlich unproblematisch. Und dann gibt es hier noch Host-Prozess für Windows. Und da kann ich zum Beispiel draufklicken, wenn ich wissen möchte, was ist das hier genau. Rechte Maustaste und dann kann ich hier Dateipfad öffnen anklicken. Und dann sieht man hier, das hier ist auf der Festplatte drauf. Auf Windows System 32 sieht man hier. Und wenn das hier drin ist, dann ist das üblicherweise auch ein Windows-Prozess. Da ist man hier auf der sicheren Seite. Und hier noch so ein paar andere Sachen. Aber der Rechner ist jetzt wesentlich flotter als vorher. Hier bei Apps gibt es noch eins, das ist hier dieser Catalyst-Treiber, auch von 2014. Mit Sicherheit nicht Windows 10 kompatibel, kann ich draufklicken, aber kann den scheinbar hier nicht deinstallieren. Die kann man teilweise nur in der alten Systemsteuerung dann deinstallieren. Das ist nicht so schön gemacht bei Windows 10. Aber gut, der stört eigentlich jetzt hier weniger und hier ist er nochmal drin, aber das kann man eigentlich so lassen, aber das ist natürlich ganz individuell verschieden. Da könnt ihr hier die Systemsteuerung nach wie vor noch aufrufen. Das ist dieses Symbol, tippt man unten Systemsteuerung ein und die kann ich dann starten. Und dann gibt es hier Programme, Programme deinstallieren und teilweise sind hier auch Sachen drin, die hier interessanterweise drüben nicht drin sind. Und teilweise auch so, dass man die nur hier löschen kann und nicht da, das gibt es auch durchaus. Und mal schauen, hier habe ich den Catalyst Install Manager. Klicke ich hier auf Ändern und sieh mal an, hier kann ich den entfernen, hier bei Apps und Features aber nicht. Ich nehme ihn einfach mal runter, Uninstall, spricht auch noch Englisch, vielleicht irgendeine falsch installierte Version, eine alte Version, vielleicht eine Version, die hier auch drauf war, aber die brauche ich nicht. Wenn es mit der Grafikkarte nicht klappt, kann Windows 10 eben hier auch die Treiber automatisch neu runterladen.
Das Notebook funktioniert jetzt wieder, das fährt ganz anstandslos hoch und auch ohne Verzögerung und friert auch nicht ein. Interessanterweise ist es bei diesem ganzen Aufräumen eben jetzt hier überhaupt nicht eingefroren. Eingefroren, hängen geblieben, sich selber ausschalten, das hat es nur getan, wenn man vorher auch noch damit gearbeitet hat. Also da waren diese ganzen Programme, diese ganzen Virenscanner. Dann hat man Word gestartet, Excel oder hat einen Browser geöffnet und dann hat es klack gemacht, dann hat es ausgeschaltet, dann ist es teilweise eingefroren und das hat es hier beim Reinigen gar nicht gemacht. Ist leicht zu erklären, da kommen natürlich nochmal zu dieser ganzen Bloatware, die da drauf sind, noch die anderen Programme dazu. Und ja, jetzt funktioniert es auch wieder, wenn man so ins Internet geht. Das nächste, was man machen sollte, ist eben das Aufräumen, so wie das hier in dem Video gezeigt wird. Blende ich hier oben mal ein, das ist wirklich wichtig. Da kann man eben diese ganzen alten Datenreste, die hier noch drauf sind, bereinigen, beseitigen und kriegt so ein Gerät, so ein Laptop, PC, Notebook, Gaming-PC, Office-PC nochmal hier mit Sicherheit 10-20% schneller. Diese Windows 10 Speicheroptimierung, wie die in diesem Video gezeigt wird, die sollte man auf jeden Fall machen. Auch so regelmäßig, so einmal die Woche, zweimal die Woche, vielleicht spätestens alle 10 Tage, je nachdem wie viel man da arbeitet. Und da kriegt man natürlich auch so problematische Windows 10 Installationen, wo viel Bloatware war, wieder richtig aufgeräumt. Und dann ist die Platte oder die SSD auch meist ein bisschen schneller und auch beim Hochfahren funktioniert das ein bisschen besser, wenn diese ganzen temporären Dateien alle weg sind. Auch sehr interessant, was die Wärmeentwicklung und den Lüfter betrifft, ist, dass das Notebook jetzt wesentlich leiser ist als noch vorhin. Und wenn man hier hinten hingreift, da wo die Lüfterlamellen sind, das ist überhaupt nicht mehr warm. Und vorher war wirklich so viel Bloatware im Hintergrund installiert und so viele Apps und Hintergrundprozesse sind da gelaufen, dass das Notebook eben auf Hochtouren lief. Und jetzt ist es eigentlich auch weg. Und man kann natürlich sicherheitshalber immer mal nach dem Staub und dem Lüfter gucken, aber so wie das hier scheint, braucht man das nicht. Und das war tatsächlich hier ein reines Softwareproblem. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Links zu Videos, wie man auch hier Windows 10 schneller bekommt, wie man sein Windows 10 wartet und was man noch machen kann bei Notebooks, wie man die Lüfter sauber machen kann und lauter solche Sachen. Besucht doch mal die Seite tooltime.de, die seht ihr hier drüben. Da gibt es noch hunderte andere Beiträge zum Thema Windows 10, zum Thema Notebooks, zum Thema Festplatte, zum Thema Drucker, wie man Drucker repariert, wie man Festplatten klont. Hier zum Beispiel auch über alte PCs, hier über so einen Medion-PC von 2001 oder hier wie man Lüfter ölt, statt einen neuen einzubauen, das funktioniert auch und wie man CMOS-Batterien wechselt bei Notebooks und lauter andere nützliche Sachen. Besucht doch mal die Seite Technikhauptstadt, da gibt es noch jede Menge Tipps und Tricks, auch zum Thema Xbox, zum Thema Handys, Android, PC, Gaming, hier zum Thema Spiele und andere Sachen. Und da sind auch noch sehr viele nützliche Artikel dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und Instandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.